Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Informationssendung zu den Parlamentswahlen am 25. September. Guten Abend. Schönen guten Abend. Mit dieser Sendung wollen wir Ihnen etwas behilflich sein. Derzeit sind ja die Medien voller Informationen über die Parteien, über verschiedene Kandidaten. Wir versuchen ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und stellen Ihnen heute die Kandidaten des Senatswahlkreises Bozen-Unterland vor. Weitere Sendungen sind dann auch in der kommenden Woche geplant. Ja, der Senatswahlkreis Bozen-Unterland, der hat dem Anschein nach oder war dem Anschein nach heißer umkämpft als die anderen. Es hat länger gebraucht, bis die Kandidaten gefunden waren. Die Parteien haben sich schwerer getan. Sie haben über Absprachen gesprochen, über Koalitionen. Also da ging im Vorfeld sehr viel. Gewählt, wie auch in den anderen Wahlkreisen, ist für den Senat dann jener Kandidat, jene Kandidatin, die am 25. September die meisten Stimmen erhalten wird. Jetzt stellen wir Ihnen diese Kandidaten einmal vor, die heute hier sind. Das ist einmal Diego Nicolini. Er kommt in Vertretung für Renzo Roncat für die Fünf-Sterne-Bewegung. Guten Abend. Guten Abend. Hannes Lorca, der Unternehmer und studierte Pharmazeut, tritt an für Vita. Namen auch Ihnen. Stefania Ganda, sie kandidiert für die Listenverbindung Azione und Italia Viva. Schönen guten Abend. Guten Abend. Der Bürgermeister von Kurtinek, Manfred Mayer, ist der Kandidat der Volkspartei, der SVP. Guten Abend. Guten Abend. Der ehemalige Bozner Bürgermeister Luigi Spagnoli kandidiert in einer Listenverbindung für den PD, die Grünen, die Linke sowie das Team K und Più Europa. Guten Abend, Herr Spagnoli. Schönen guten Abend. Und dann haben wir Ivo Pasler hier in der Runde sitzen. Er ist in Vertretung da für Michelangelo Zanghi und zwar für die Liste Unione Popolare. Guten Abend. Guten Abend Ihnen auch. Und für die Freiheitlichen kandidiert der Generalsekretär der Partei, Otto Malknecht. Guten Abend. Guten Abend. Herr Nicolini, warum braucht es für diesen Senatswahlkreis einen eigenen Kandidaten der Cinque Stelle, der Fünf-Sterne-Bewegung? Also wir als Fünf-Sterne-Bewegung haben immer gekämpft gegen die Ungleichheit unserer Gesellschaft. Also Geschlechtsunterschiede, wirtschaftliche, soziale. Und da müssen wir auch in diesen Kreis, einsetzen. Also für die, unsere Kandidat kommt aus der Schule und Aus- und Fortbildung. Es ist Renzo Roncat. Er war Leiter der italienischen Schuldirektor. Und so haben wir besonders einen Schwerpunkt in der Erziehung und Fortbildung. Und dann ein anderer Schwerpunkt von uns ist die Energiewende. Und so. Aber das ist nicht nur, weil es gibt jetzt eine Energiekrise, sondern es ist in unserer Vision. Da können wir zum Beispiel den Ökobonus 110 sprechen. Dann hatten wir auch die Gestaltung der PNRR und dann die Energiegemeinschaft. Und dann ich selbst habe auch einen Entwurf gesetzt von einem Energieeinkommen gegen die Energiearmut. Aber was ist sehr wichtig, ist, dass in unserer letzten Legislatur die Fünf-Sterne-Bewegung 80% der Gesamtprogramm durchgeführt. Also das ist zertifiziert. Und wir machen, was wir versprechen. Und das gibt uns eine bestimmte Glaubwürdigkeit. Herr Lorca, Sie kandidieren für die Liste Vita. Die hat sich in den vergangenen Wochen erstmals zu Wort gemeldet. Was sind denn Ihre Beweggründe zu sagen, mich braucht es im Senat in Rom? Ja, ich bin Unternehmer, der 25 Jahre lang mit dem eigenen Familienunternehmen im Bereich Gesundheit tätig war, in Italien und zum Schluss auch in Europa. Damit man sich ein bisschen kennenlernt, mein Schwerpunkt ist der Mensch. Ich habe nämlich gelernt in der Unternehmensführung, dass der Mensch immer im Mittelpunkt stehen muss, um erfolgreich zu sein. Ich habe keine Vergangenheit als Politiker, bin also neu in diesem Kreise und darauf bin ich auch stolz. Es geht jetzt darum, dass in den letzten 2 Jahren die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie mit Füßen getreten wurden. Darauf geht es jetzt darum zu reagieren und Vita ist eine Bewegung aus Menschen, die nicht aus der Politik kommen. Das sind Bürger, Aktivisten, Unternehmer, die jetzt entschieden haben, etwas zu unternehmen.
Wir brauchen, glaube ich, jetzt eine richtige Zäsur in dieser Zeit der Politik. Wir möchten die neue oder vielleicht die ursprüngliche Art der Politik wieder einführen, nämlich die Politik, die im Dienste des Menschen steht. Wir sollten die Entscheidungsgewalt oder die Entscheidungsfähigkeit zurückholen aus den nationalen und internationalen Institutionen wieder zurück zu uns, in unser Land, in unsere Dörfer, in unsere Familien, in unsere Köpfe. Politik ist etwas, was eigentlich jeden Einzelnen interessieren sollte. Wir sollten wirklich jetzt wieder die direkte Demokratie, eine partizipatorische Demokratie, endlich einführen. Unsere Schwerpunkte sind, mein Schwerpunkt ist sicher das Unternehmertum. Ich weiß, was in der Wirtschaft gerade abgeht. Dieser Bürokratiewahnsinn, diese Steuerlast, die uns erdrückt, lasst uns einfach arbeiten. Zweiter Schwerpunkt, die Familie, ist das Rückgrat und die Zelle der Gesellschaft, auf die wir mehr bauen müssen. Die müssen wir unterstützen, nicht nur finanziell, sondern mit allen Mitteln. Und zum Schluss die Gesundheit, das ist ja ein bisschen mein Steckenpferd, weil nur eine gesunde Gesellschaft kann in diesen Zeiten auch ein glückliches und friedliches Leben führen. Und zum Thema Energie sprechen wir dann nachher noch. Stefania Gander, Sie sind Unternehmerin, Sie sitzen im Verwaltungsrat der IDM. Was reizt eine Unternehmerin, in der Politik mitmischen zu wollen? Ja, ich bin jetzt im Wahlkampf, weil ich vertrete diejenigen, die vom Anfang an Ministerpräsident Mario Draghi unterstützt haben. Ich bin überzeugt, dass in den letzten anderthalb Jahren die Figur von Mario Draghi die beste Figur für unser Land gewesen ist, also für unser Land, ich meine für Südtirol, aber auch für ganz Italien und sogar für ganz Europa gewesen ist. Ich bin überzeugt, dass die Arbeit, die er gemacht hat, wir müssen die weiterbringen. Und das möchten wir machen, das möchte ich auch machen. Also das ist mein Einsatz als Politikerin und das ist mein erster Versuch in diesen politischen Wahlen. Aber das mache ich wirklich mit dem ganzen Einsatz, das ich haben konnte. Ich möchte gerne die sogenannten Reformisten vertreten, also liberal-demokratischen, liberal-progressisten Leuten vertreten, die eigentlich heute vielleicht nicht zu Hause sind, weder im Mittellinks noch im Mittelrechts. Und das werden wir versuchen zu machen eigentlich. Herr Mayer, Sie sind Bürgermeister, SVP-Kandidat. Sie wollen Sie wollen nach Rom in den Senat gewählt werden. Was sind denn die Gründe dafür, dass Sie sagen, mich braucht es in Rom? Also ich möchte vorausschicken, dass es ja nicht selbstverständlich war, dass wir einen eigenen Kandidaten stellen konnten, sondern wir mussten uns auch als Bezirk dafür stark einsetzen, weil, wie Sie wissen, laut Wahlordnung war es ja Kompetenz der Parteileitung und nicht der Basis. Aufgrund der breiten Basis, aber nicht nur der Ortsgruppen, sondern auch der Bürgermeister, sind wir schließlich so weit gekommen, dass ich mir der Wahl stellen konnte. Und ich erinnere an die Erfahrung von Elena Boschke. Das heißt, da war ein großer Unmut auch in unserem Bezirk. Und ich glaube, aus demokratischen und autonomiepolitischen Überlegungen ist es nur zu befürworten, dass ein eigener Kandidat antretet. Wieso trete ich an? Ich habe eine breite Erfahrung in verschiedenen Bereichen, bin seit 32 Jahren in der Gemeindeverwaltung, einem kleinen Dorf, wo ich Bürgermeister bin, also ich kenne also die Probleme der Leute, habe 24 Jahre Erfahrung im Finanzbereich, 2009 habe ich mich als Freiberufler, Wirtschaftsprüfer selbstständig gemacht, folglich kenne ich die Nöte und die Ängste auch der Unternehmen und der Familieneinkommen und last but not least, ich bin Obst- und Weinbauer und folglich bin ich geerdet und kenne auch die Probleme der nachhaltigen Landwirtschaft und die Herausforderungen, die sich für die Zukunft stellen. Das im Gesamtpaket mit der Autonomie, was ja unser Steckenpferd ist, aber nicht nur, das im Interesse sozusagen aller Menschen, die hier leben, unabhängig von der Sprache und der Hautfarbe, dass wir unsere Kompetenzen hier ausbauen können. Und was ich hier auch deponieren möchte, ich werde ein Bürgerbüro einrichten, weil ich bin bekannt als bürgernahe Bürgermeister. Das möchte ich auch, sollte ich gewählt werden, einführen für die Menschen, unabhängig, ob sie mir die Stimme gegeben haben oder nicht. Weil ich glaube, wir müssen für die Menschen da sein, weniger versprechen und mehr Taten setzen. Herr Spagnoli, Gemeindepolitik, dann Amtsdirektor und jetzt wieder zurück in die Politik, in die römische. Wieso? Ja, ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet,
wieder einmal als Kandidat in Einsatz zu sein. Aber es ist passiert, meine Koalition hat mich überzeugt, weil ich glaube, die Voraussetzungen zu haben, um eine gute Arbeit zu leisten, in Vertretung des anderen Südtirols, also in unserem Land, nicht alle wählen Südtiroler Volkspartei und die anderen werden eigentlich einen anderen Vertreter brauchen, unserer Meinung nach. Logischerweise, die Themen sind diejenigen, die schon gesagt worden sind. Also wir brauchen mehr Autonomie, um unsere Zukunft besser zu gestalten. Ich bin überzeugt, dass die künftige Europa eine Europa der Regionen sein sollte und dass wir uns vom italienischen Staat immer mehr trennen sollten. Glaube auch, dass die Personen, also die Jungen, die in unserem Land aufwachsen, das Recht haben, ihre eigene Zukunft selbst zu gestalten. Danke. Herr Basler, Sie sind in Vertretung hier für Michelangelo Zanghi, für Unione Popolare. Was sind denn die wichtigen Themen, die Unione Popolare unter den Fingernägeln brennen, dass man bei diesen Parlamentswahlen antritt? Ja, danke. Unione Popolare ist eine Basisbewegung. Sie ist gerade erst gegründet worden, jetzt auf diese Wahlen hin. Es geht darum, linke Werte zu vertreten. Ich selber möchte diese Liste unterstützen. Besonders, ich sage es einmal, ich komme aus der Kinder- und Jugendarbeit. Ich sehe so, dass heute die Kinder und Jugendlichen eigentlich die sind, die uns sagen, was wirklich die großen Themen sind. Und wie so oft werden sie weiter marginalisiert und nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen. Ich spreche jetzt, sagen wir mal, vom Makrothema der Klimagerechtigkeit beziehungsweise vom Desaster, das uns nicht nur bevorsteht, sondern das uns jetzt schon eigentlich weltweit betrifft. Jugendliche zeigen uns das, aber sie werden gekonnt ausgeklammert und sie werden gekonnt dann wieder eigentlich sabotiert, sogar in ihren Aktivitäten. Ich glaube, an diesem Thema hängt alles dran. Was können wir tun, um Heilung zu befürworten? Aus meiner Wahrnehmung ist es ganz klar, dass das bestehende System nicht funktioniert. Also das bestehende System von Konkurrenz, Kapitalismus, Ausbeutung, das über Jahrhunderte so praktiziert wird, das bringt keine Lösungen und bestimmt auch nicht das System von Kriegstreiberei. Deshalb ist die Unione Popolare die Liste, die ich hier unterstütze und auch vertrete. Ich bin selber nicht Kandidat. Ein großes, großes Thema für uns ist auf jeden Fall die Friedensarbeit. Investitionen in Frieden statt in Krieg. Und alles andere hängt daran. Es gibt keine Klimagerechtigkeit ohne Friedensarbeit. Es gibt keine soziale Gerechtigkeit ohne Friedensarbeit. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass man da ansetzt. Und ich fühle, dass nur diese Liste wirklich das Thema repräsentiert. Deshalb bin ich da. Ja. Danke. Herr Malknecht, was treibt den Parteisekretär der Freiheitlichen dazu an, sich für Rom zu bewerben? Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Wählern eine Vielfalt auch im Angebot bieten. Unser Slogan für diese Wahl ist mehr Südtirol wagen. Wir haben bisher eine Situation, wo die Südtiroler Volkspartei mit, sagen wir mal, 40% Wählerzustimmung 100% der Mandate besetzt hat. Und das sollte sich eigentlich ändern, um auch die Vielfalt Südtirols wiederzuspiegeln. Mehr Südtirol wagen heißt vor allem, mehr Autonomie herauszuholen für unser Land. In den letzten Jahren ist es mit der Autonomie eigentlich immer nur abwärts gegangen. Jetzt gerade wurden die 50 Jahre seit dem Autonomiestatut gefeiert. Die Autonomie und das Autonomiestatut ist aber nichts Statisches, sondern es muss den Erfordernissen, den wirtschaftlich-sozialen Umständen, die sich mit der Zeit ergeben, angepasst werden. Und da hat die SVP in erster Linie versagt oder eigentlich in den letzten Jahren ist es eigentlich nur mehr zurückgegangen. Wir brauchen da mehr Autonomie, weil wir sehen immer wieder im Land selber, dass wir durch staatliche Vorschriften gehemmt werden in unseren Entscheidungen. Und da ist es eben wichtig, dass wir neue Spielräume uns erarbeiten. Mehr Südtirol heißt aber auch finanziell mehr. Wir sind seit mindestens 20 Jahren sind wir Nettozahler in Italien. Das heißt, zwischen einer halben Milliarde, das ist nicht jedes Jahr gleich, aber zahlt Südtirol netto an Rom. Und das ist viel zu viel. Da braucht es ein neues Finanzabkommen. Es muss mehr Geld im Land bleiben, zum Wohle unserer Bürger und Familien und Unternehmen. Okay. Dankeschön. Herr Nicolini, jetzt beginnen wir die zweite Runde. Jetzt sprechen wir über das Thema der steigenden Preise, der Armut. Der Winter kommt, dann wissen wir nicht, was auf uns dazukommt.
Was will denn die Fünf-Sterne-Bewegung tun, um diese steigenden Preise in irgendeiner Form in den Griff zu bekommen? Ja, also ich profitiere auch zu sagen, ich bin auch in einem Unternehmen im Industriebereich und so seit 2018 auch Landesabgeordnete. Aber also, so ich weiß schon, was sind die Probleme. Es sind eine starke Probleme von diesen Energiekosten und dann Inflation. Ich muss aber sagen, dass seit Februar unsere Bewegung, also unsere Fraktion im Parlament, hat einen Beschlussantrag eingereicht für einen Energy Recovery Fund. Und das wurde nicht akzeptiert von niemand. Und dann, wir haben auch gefragt nach zusätzlicher Hilfe für die Bevölkerung. Und das haben alles versagt. Jetzt, die sagen alles die gleiche. Und die machen wie zum Beispiel in Österreich, dass die haben jede Familie hat 500 Euro plus 250 Euro jedes Kind. Das wollen wir auch. Das müssen wir das machen, weil wir sind in einer extremen Situation. Dann für die Energie müssen wir stark über die erneuerbare Energie investieren. Das ist die einzige Lösung. Ich bin ein bisschen bewundert, dass der Kandidat von der Mitte-Links-Koalition über Atomkraftwerke ist und er vertritt auch die Grünen. Und ich frage mich, was ist das? Aber dann Photovoltaik ist die einzige Lösung. Stark investieren, auch Agrophotovoltaik, statt Agelnetze, Paneele zu haben und dann unten den Obst, selbstverständlich. Und so, also die erneuerbare Energie bringen Frieden, die fossile Energie bringen Krieg. Herr Lorca, Sie haben eben schon gesagt, die Familien und das Recht auf Selbstbestimmung gewissermaßen steht bei Ihnen im Mittelpunkt. In Sachen Energie, wie wollen Sie da eventuell Hebel in Bewegung setzen, vielleicht auch neue Maßstäbe setzen? Ja, also ganz kurz möchte ich die Bürger ein bisschen auch aufklären und den Hintergrund schildern. Was wir übrigens nächste Woche bei einer Konferenz in Bozen machen werden, am Donnerstag, zu der alle auch eingeladen sind. Was ist passiert? Man hat entschieden, oder besser gesagt, Europa oder die NATO und Italien hat entschieden, in einen Krieg einzutreten. Und das hat am Ende zu diesen Folgen geführt. Man hätte sich raushalten müssen. Wir haben nichts mit Krieg, mit externen Kriegen zu tun. Wir sollten eine friedliche Nation sein und absolut Waffen und Lieferungen und so weiter ablehnen. Nun, wir sind demzufolge von Long-Term-Verträgen umgestiegen jetzt auf den freien Markt. Spekulation ist jetzt da. Und das zusammen mit der Knappheit hat zu diesen extremen Preissteigerungen geführt. Also die Politik hat entschieden, einen Lieferanten zu sanktionieren, von dem wir abhängen. Das ist Suizid. Das hätte man wissen wollen müssen. Das hätte man im Vorfeld schon einberechnen müssen. Und wir Bürger müssen das jetzt auslöffeln. Die katastrophalen Fehler der Politik. Was ist zu tun? Wir brauchen von der Politik, die muss jetzt spuren und liefern. Wir brauchen jetzt sofortige Lösungen. Wir brauchen erstens eine Abkoppelung von dieser Spekulation, weg von der Börse, bilaterale Abkommen direkt mit den Stromlieferanten. Wir brauchen eine Preisdeckelung, die EU ja heute auch abgelehnt oder nicht durchbekommen hat. Und hier sieht man wieder mal, wofür die EU steht. Sicher nicht für den Bürger, sondern wahrscheinlich wieder mal für die Interessen von Großkonzernen. Also die Deckelung ist in irgendeiner Form aber durchzusetzen. Und darum muss sich jetzt die italienische Regierung kümmern. Wir müssen diesen Winter uns wahrscheinlich warm anziehen, also der Konsum ist zu reduzieren, aber nicht nur privat bitte, sondern auch wenn es möglich ist, sicher ist es möglich, auch in der öffentlichen Verwaltung. Da haben wir einen großen Gebäudepark, der sehr viel Energie konsumiert. Wir sollten Produktions- und Einkaufsgemeinschaften fördern, das ist mehr eine mittelfristige Lösung. Wir sollten aber ganz schnell auch die vielen Anträge freigeben, die in den Büros rumliegen, bezüglich Installation von Anlagen, Stromproduktionsanlagen aus erneuerbaren Energiequellen, also Photovoltaik, Wind und Wasser. Da müssen die Auflagen reduziert, die Bürokratie verschlankt werden. Energie ist ein strategisches Gut, das uns allen gehört, es ist ein allgemeines Gut und das muss von der Spekulation freigemacht werden und zurück wieder in die öffentliche Verwaltung, die sich darum kümmern muss. Frau Gander, die Preise steigen. Viele Menschen wissen nicht, wie sie ans Monatsende kommen, vor allem wenn dann im Winter noch die Energiekosten dazukommen. Was hat denn Ihre Koalition, was hat denn Azione und Italia Viva vor, da einzuwirken, um dagegen etwas zu unternehmen? Also die erste Sache wurde von der Regierung in diesen Tagen gemacht, 14 Milliarden auf dem Tisch. Das wird also die Leute jetzt gleich helfen, also, aber das reicht natürlich nicht. Wir sind alle einverstanden. Zweite Sache zu machen, wir brauchen ein europäisches Preisgap für den Gas.
dritte Sache, wir müssen unbedingt also den Einkauf von Energie und den Einkauf von Gas also unterschieden. Das wird uns helfen. Die erneuerbare Energie, natürlich müssen wir investieren, aber das reicht nicht. Wir haben nicht genug. Also wir müssen an den nächsten 10, 20 Jahren denken, dass das wird überhaupt nicht reichen. Wir haben jetzt die Gasvorräte, die sind ja so bis auf 80% voll, aber das reicht auch nicht, weil also es gibt uns nur 25% ungefähr von dem Gas, das wir brauchen. Also was brauchen wir jetzt, bevor März bestimmt, also Regasifizierungsanlagen, also schweres Wort, aber das wirklich, das brauchen wir unbedingt, um Gas von zum Beispiel von den USA zu bekommen und um im März nicht daran leiden, also eine Menge von Gas leiden. Und nachher, also ich bin für die Atomenergie, Kernenergie, also darüber müssen wir denken, wir brauchen ungefähr 10 Jahre, um wieder in diesem Bereich aktiv zu sein. Das müssen wir jetzt gleich machen. Herr Mayer, Südtirol ist ein Land, was sich eigentlich mit Erneuerbaren völlig selbst versorgen könnte, was jetzt die energetische Versorgung angeht. Wie würden Sie weitere Hebel stellen, wenn Sie in Rom wären, um das vielleicht auch zu ermöglichen, was derzeit noch nicht geht und funktioniert? Also, ich würde auf zwei Ebenen agieren. Und zwar die erste Ebene, sofort zu intervenieren in Bezug auf die Preissteigerungen. Das heißt, hier braucht es sofort Lösungen. Und zwar nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf europäischer Ebene. Weil da steckt viel, wie schon gesagt worden ist, auch Spekulation dahinter. Und da ist der Staat oder die Staatengemeinschaft auf europäischer Ebene gefordert. Denn es geht hier nicht nur um die Familien, die nicht mehr wissen, wie sie am Ende des Monats mit ihrem Lohn auskommen, sondern ich möchte auch erinnern an die Wirtschaft, an die Wirtschaftstreibenden, an die Unternehmen, viele Unternehmen. Ich habe erst kürzlich mit einer Restaurantbesitzerin gesprochen, die mir erzählt hat, dass die Stromspesen sich verdreifacht, vervierfacht haben, obwohl sie ja von den Erlösen her immer stabil ist und eigentlich keine Mehrerlöse hat. In dem Sinne ist hier sofort zu reagieren und die Bürgerinnen und Bürger erwarten sich hier eine Antwort. Die zweite Ebene, das, also im kurz-, mittelfristigen Bereich, sind die Energiequellen. Aber ich würde nicht nur auf die alternativen, nachhaltigen Energiequellen gehen. Also das ist auch, sind konkrete Vorschläge. Wir müssen innovative suchen. Wir haben ja in unserem Land die Wasserkraft. Aber auch im Bereich der erneuerbaren Energie, sprich Photovoltaikanlagen, sind wir auch gefordert, durchaus auch kritisch durch unsere Autonomie im Bereich der Urbanistik, das Gesetz für Land und Raum. Ich sehe das und erlebe das ja als Bürgermeister tagtäglich. Das heißt, auch hier muss ein gewisser Paradigmenwechsel eintreten. Denn Ziel muss es sein, für die Familien, aber auch für die Unternehmen, dass sie energetisch autark sind. Flankierend zu diesen Maßnahmen möchte ich aber schon auch noch daran erinnern, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, dann heißt es auch effiziente Energieverbrauch. Das heißt, ich spreche da Smartland an. Hier gibt es ein Projekt von der Alperia, wo ich auch federführend dabei war, wo zum Beispiel in der Landwirtschaft durch die Tensiometer werden sozusagen die Trockenheit gemessen und das wird dann nur bedarfsorientiert, Wasserverbrauch, Energieverbrauch, ebenso die öffentliche Beleuchtung. Hier sind Schritte zu setzen. In meiner Gemeinde beispielsweise, wir sind eine kleine Gemeinde mit 3 Mitarbeitern, waren die Energiekosten 50.000 Euro. Durch die Umstellung auf LED-Beleuchtung haben wir jetzt knapp 15.000 Euro, auch die öffentliche Beleuchtung. Das heißt, ich will nicht nur auf den Bereich der Energiequellen ansprechen, sondern wir müssen uns auch bewusst sein, wenn wir von Nachhaltigkeit reden, dass wir auch im Konsum, im Verbrauch Maßstäbe setzen müssen. Und wenn wir schon jetzt vom Land die Nachhaltigkeitstage haben und auch dieses inflationäre Wort der Nachhaltigkeit sprechen, dann heißt das Nachhaltigkeit auf allen Ebenen. Und das bedeutet auch intelligente Lösungen. Wir haben es ja durch die Digitalisierung in diesem Sinne, denn wer weniger verbraucht, braucht weniger Energie. Okay. Herr Spagnoli, wir haben einen Bürgermeister gerade gehört. Sie waren Bürgermeister, Sie sind leitender Beamter in der Landesverwaltung. Sie sehen, wie es in den Gemeinden geht, wie es im Land geht. Welche Maßnahmen müssen denn ergriffen werden, um diese steigenden Preise in den Griff zu bekommen und vor allem, dass es die Menschen spüren? Na, schauen Sie, wir kommen aus einer
schwierigen wirtschaftlichen Krise. Wir müssen versuchen, das Geld, das sich noch in den öffentlichen Kassen befindet, am besten zu benutzen. Das heißt, wir dürfen uns nicht leisten, dass wir als Generation Schulden machen, die dann die nächsten Generationen bezahlen müssen, wie es in der Vergangenheit passiert ist. Ich bin überzeugt, dass wenn ein Betrieb schließt, dann verliert man Arbeitsplätze, man verliert die Möglichkeit, Steuer zu kassieren, man verliert ein Stück unserer Gesellschaft. Also in erster Linie müssen die Betriebe geholfen werden, sogar auch im Rahmen der Möglichkeiten die Familien, weil das dazu bringen kann, dass im Falle von einer Verbesserung, die wir uns alle wünschen, diese Betriebe noch gesund dazu beitragen können, dass unsere Gesellschaft weiterhin gebracht wird. Ich glaube auch, dass das Energieproblem, also es wurde von Autarkie geredet, also wir seien in der Lage, als Südtiroler eine nachhaltige Autarkie zu schaffen, wenn wir vom Zentralstaat und von der Europäischen Union die Möglichkeit kriegen, das zu machen. Also wir müssen auch in diesem Fall in Richtung Autonomie, also Ausbau der Autonomie, gehen. Herr Passler, Sie haben die junge Generation vor allem angesprochen. Das Leben wird immer teurer. Für manche mag die Zukunft nicht nur aus energietechnischen Gründen dunkel ausschauen. Wie würde Ihre Strategie aussehen, um Maßnahmen zu setzen gegen das immer teurer werdende Leben? Ja, ich habe zugehört und ich kann eigentlich ganz vieles von den KollegInnen unterschreiben, wenn wir klein denken und einen beschränkten Blick behalten. Aber ich gehe noch einmal zurück auf den Blick, den uns auch die Jugendlichen vorgeben, und das ist auf jeden Fall ein globaler Blick. Und ich denke mir, ja, natürlich brauchen wir Deckelung der Gaspreise und wir müssen jetzt schauen, wie können wir jetzt diesen kalten Winter irgendwie überstehen. Aber, ich sage zwei Aber, eines ist für mich klar, in einer Logik des Krieges und der Konkurrenz gibt es keine globale Klimagerechtigkeit. Klimazerstörung, Klimawandel ist ein globales Problem. Und wenn wir es nicht schaffen, wirklich dialogisch überall auf der Erde dieses Thema anzugehen, dann wird es nicht funktionieren. Weil es nützt auch nicht, wenn wir hier eine europäische grüne Insel bauen, aber rundherum die Welt abbrennt. Das ist das eine, und also einmal der Krieg dran gekoppelt und zugleich auch die ganze Kolonialgeschichte und Dekolonisierung als Idee. Wenn wir uns anschauen, auch die grüne Wende, ich finde, es passiert sehr viel Greenwashing. Das ist das nächste Thema, was auch junge KlimaaktivistInnen, besonders aus den sogenannten Ländern des globalen Südens, die sagen uns das immer schon. Dieses Greenwashing führt nirgends hin. Wenn wir heute schauen, dass das EU-Parlament uns auf einmal sagt, Fracking-Gas ist grün, oder jetzt wieder daran denkt, dass Atomenergie auf einmal grün sein soll, wo wir Jahrzehnte Kämpfe hatten, um nukleare Energie endlich rauszubringen aus dem Strommarkt, und auf einmal soll es jetzt grün sein. Also ich denke, da müssen wir wirklich hinschauen, wie kann man auch zum Beispiel wirklich autark werden im Sinne von auch reduzieren. Ich denke mal jetzt zum Beispiel, jeder Mensch bekommt hier ein E-Bike subventioniert, wo früher die Leute ohne E-Bike gefahren sind. Und auf einmal heißt es, es ist grün, wenn wir einen E-Motor haben. Also ich glaube, die Themen sind global, sie sind nur global lösbar. Wenn wir heute nach Uganda gehen, um dort jetzt Gas- und Ölfelder anzuzapfen, oder nach Algerien, dann löst das nicht unser globales Problem. Weil die Logik dahinter ist immer noch genauso kolonial wie vor 50 Jahren, 100 Jahren und 150 Jahren. Herr Marknecht, jetzt haben wir sehr verschiedene und teilweise auch überlappende Konzepte gehört, was nun diese steigenden Preise anbelangt oder was man dagegen unternehmen will. Was wollen denn die Freiheitlichen tun, um diese Preisentwicklung etwas entgegenzusetzen? Also ich denke jetzt mal, was jetzt die Autonomie betrifft, kritisieren wir schon seit Längerem, dass am Konzept der Energieautonomie nicht gearbeitet wird. Da können wir schon seit Jahren tätig werden. Südtirol produziert mehr als die Hälfte des Stromes, den es selber braucht. Wir haben aber den gleichen Preis wie ganz Italien. Italien hat einen anderen Energiemix als wir. Dort ist, glaube ich, circa ein Drittel Strom aus Verbrennung von Erdgas drin, und dementsprechend ist der Strompreis viel höher. Wir sollten endlich die Energieautonomie verwirklichen, damit dann Bozen eine Behörde errichtet wird, die dann einen Strompreis für Südtirol festlegen kann, der sich an den Kosten eben aus der Wasserkraft, was im Wesentlichen zu 95 oder noch mehr Prozent halt unser Strom liefert, was dann einen günstigen Preis für alle bedeuten würde. Was jetzt die derzeitige Situation betrifft,
Ganz kurzfristig für den Winter muss man sicher eine Art Preisdeckel denken, weil die Preise explodieren. Und wenn die einfach an Familien eins zu eins weitergeben werden, dann wird es wirklich so sein, dass manche in kalten Wohnungen und Häusern sitzen, zumindest wenn sie eine Erdgasheizung haben. Und mittelfristig muss auch natürlich die Wurzel des Problems angegangen werden. Das eine ist das Thema Spekulation. Vorher oder bisher war es so, dass vor allem langfristige Verträge zwischen Eni zum Beispiel oder im anderen europäischen Unternehmen und Gazprom hat für einen konstanten, günstigen, billigen Erdgaspreis gesorgt. Jetzt haben wir eine Liberalisierung des Strommarkts an der Börse von Amsterdam. Plötzlich haben wir fünffache, zehnfache Preise und die werden einfach an die Bürgerunternehmen weitergegeben. Also die Spekulation muss herausgenommen werden. Und das andere ist natürlich, es muss eine Friedenslösung auch im Konflikt Ukraine-Russland her. Die Sanktionen müssen überdacht werden, sofern sie uns mehr schaden als bringen. Und es muss da wieder Ruhe und Frieden in diesen Markt hineingebracht werden. Ursula von der Leyen hat ja in ihrer Ansprache zur Europäischen Union in etwa das angedeutet, was Herr Malknecht gesagt hat, dass es da weg muss, dass man einen Weg finden muss, weg von der Spekulation und dass wenigstens dieser zusätzliche Gewinn abgefedert wird. Das ist der eine Part, eben mit dem man auf EU-Ebene agieren will. Herr Nicolini, auch das Stichwort Autonomie ist gefallen. Ihrer Ansicht nach, beziehungsweise nach Ansicht Ihrer Bewegung, muss die Autonomie weiter ausgebaut werden oder haben wir eigentlich schon genug in der Hand? Also wir sind selbstverständlich, wie alle hier, pro Autonomie. Aber ich sehe auch manchmal einige Widersprüche. Weil wenn wir mehr Autonomie fragen, dann können wir nicht mehr Europa sagen auch. Jede Funktion, Bereich, jede Kompetenz hat einen optimalen territorialen Bereich. Und es gibt europäische Bereiche, wie zum Beispiel Umwelt, das ist übergrenzende, oder Schutz der Raubtiere oder anderes. Und es gibt auch lokale Themen, die sind besser, wenn wir als unsere Kompetenz haben. Also Energie ist sehr komplex, also vielleicht es ist eine der mehr komplexe, weil es ist ein globales Markt. Aber wie gesagt, der Punkt ist es so. Ich finde manchmal auch eine zentralistische Verhaltensweise unserer Provinz Bozen manchmal gegenüber den Gemeinden. Also ich denke, desto näher die öffentliche Verwaltung und auch politische Macht an die Bürger, desto besser ist für unsere Autonomie und für unsere Demokratie. Weil Autonomie ist eine Verantwortung und besonders die Bürger sind angefragt für diese Verantwortung. Und Entschuldigung, wenn ich noch Zeit habe. Also die Beziehung zwischen meinen Parteikollegen in Rom und die autonomistischen Kräfte sind fast immer gut gelaufen. Ich habe auch die Gelegenheit, auch einige Bürgermeister kennenzulernen. Während der Mandat unserer Stadtsekretär hat viel Geld für die erneuerbare Energie an die Gemeinde gegeben. Und so, wir sind im Prinzip für eine bessere Autonomie und eine bessere Verteilung. Herr Loacker, Ihre Bewegung hat viele Vorschläge gemacht, was vor allem die Gesundheitspolitik anbelangt. Ein Bereich, wo das Land keine Autonomie hat. Ist das ein Bereich, wo Sie sagen, den muss künftig, da braucht es mehr Autonomie? Also ist das eine Richtung, in der Sie, sollten Sie in den Senat gewählt werden, dort arbeiten wollen? Auf jeden Fall. Ich denke, grundsätzlich ist die Autonomie, die Möglichkeiten, die wir haben, momentan sind diese bei weitem nicht ausgeschöpft. Ich möchte auf zwei Punkte Bezug nehmen. Den einen haben Sie mir schon vorgelegt. Erstens das Gesundheitswesen. Die größte Position momentan im Landeshaushalt. Dort braucht es grundlegende Veränderungen. Wir sollten, ich sehe es jetzt ganz pragmatisch, an einer Strategie der Behandlung von Krankheiten umstellen auf eine Strategie der Vorbeugung von Krankheiten. Dort kann man, oder mit einer solchen Strategie kann man auch viel Mittel einsparen. Also es geht darum, um die Prävention durch die Förderung eines gesunden Lebensstils, durch den Abbau von Umweltgiften in der Umwelt und in der Natur, zum Beispiel durch die industrialisierte Landwirtschaft und Monokulturen. Wir haben mittlerweile schon Pestizide im Grundwasser. Das geht auch durch die Reduzierung des Arzneimittelkonsums. Ich weiß was davon, weil ich wirklich auch in diesem Bereich 25 Jahre lang gearbeitet habe.
Ich würde vorschlagen, dass wir endlich zu einer ganzheitlichen Medizin kommen, die den Menschen als Einheit von Körper, Seele und Geist und Psyche und Geist sieht und nicht nur als organischen Bioroboter, den man ständig mit irgendwelchen Updates neu programmiert, wie jetzt diese neuen aktuellen Impfstoffe es machen sollten. Ja, das Immunsystem ist eigentlich etwas, das hauptsächlich durch die Psyche beeinflusst wird. Das weiß die Wissenschaft und deswegen sollten wir die Menschen nicht ständig mit angstmachenden Informationen berieseln und sie in die Depression jagen. Therapiefreiheit und keine sanitäre Gewalt und Erpressung, so wie wir sie in den letzten Monaten beobachtet haben, mit vielen schrecklichen Schicksalen. Ganz kurz noch zum Thema Bildung und Schule. Wir Eltern, aber auch die meisten Lehrer wissen, wer didaktisch und pädagogisch unterwegs ist, dass wir diese Trennung in Sprachgruppen nicht mehr brauchen, das ist überholt. Und vor allem auch ein Weg von reiner Vermittlung von kognitivem Wissen und Weg von diesem Leistungsdruck hin zu mehr humanistischen Fächern, hin zu mehr Bewegung, zu mehr Sport, zu mehr Kontakt mit der Natur, zu mehr Freude und Spaß, Theater, Musik. Wir sollten unsere Jugend zu kritischen Erwachsenen erziehen, die selbst denken können, die gesund und gut aufgestellt sind. Ja. Insgesamt, die Autonomie gibt uns viel Gestaltungsraum. Dieser kann weitaus mehr genutzt werden als derzeit. Danke. Frau Gander, Sie arbeiten unter anderem für die IDM, sitzen jedenfalls dort im Aufsichtsrat. Das ist ein Südtirol, was von der IDM vermarktet wird, was ein oft sehr junges, zukunftsaufgeschlossenes Südtirol zeigt. Weiß diese junge Generation überhaupt noch um den Wert der Autonomie? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass diese junge Generation weiß und schätzt unsere Autonomie, auch wenn, um ernst zu sein, während der Covid unsere Autonomie schon etwas gelitten hat. Da muss man ernst sein. Also das Südtiroler Sonderweg hat nicht immer geklappt. Und die Autonomie hat vielleicht seine eigene Grenze gezeigt. Man hat gefragt, ob mehr Autonomie, ja, bestimmt, aber eine bessere Autonomie, würde ich sagen. Und zwar, unsere Autonomie muss dynamisch sein. Also die ist schon dynamisch. Also unsere Autonomie bewegt sich zusammen mit der Gesellschaft. Das muss sie immer weitermachen. In diesem Moment insbesondere, weil also wir haben zwei Schocksysteme gehabt und unsere Autonomie wurde also wirklich geprüft fast. Eine Sache, ich bin überzeugt, dass unsere Autonomie in Europa unterstützt wird. Also wenn ich denke, dass wir keine Grenze mehr haben, also Tirol jetzt, darf man nach Innsbruck ohne Grenzen zu haben. Also ganz einfach. Das ist etwas, das wir dank Europa haben. Und eine andere Sache. Autonomie heißt auch Zusammenleben von verschiedenen Sprachgruppen. Ich mit dem ganzen Respekt, dass ich für meine Kollegen von der SVP oder von den anderen deutschsprachigen Parteien habe, ich muss sagen, ich hoffe, dass die italienische Gemeinschaft die Möglichkeit haben wird, einen Vertreter oder beziehungsweise eine Vertreterin in Rom zu haben. Also kein einziges Vertreter, das wird meiner Meinung nach schwer sein zu erklären für eine Gemeinschaft, die wahrscheinlich noch die Autonomie als eine eigene Autonomie fühlen muss. Also ich hoffe, es war genug klar. Dankeschön. Herr Mayer, die SVP, davor wurde es auch angesprochen, dass das Wort dynamische Demokratie, das hat die SVP in den vergangenen Jahren immer wieder propagiert. Ist das ein Thema, das Sie voranbringen wollen? Also muss sich die Autonomie dynamisch weiterentwickeln? Ja, ich glaube, wir müssen vom historischen Kontext ausgehen. Also wir haben die Autonomie als Land Südtirol bekommen als Minderheit. Also Minderheitsschutz für die Deutschen und die ladinische Minderheit, aber nicht gegen den Italienern. Das heißt, die Autonomie hat zu Wohlstand und Entwicklung gebracht für allen Sprachgruppen, die hier leben. Ein Beispiel, Wettbewerb sind laut Proporz den Sprachgruppen vorbehalten. Das heißt, auch von auswärts ist es garantiert, dass keiner der Auswärts, der nicht die Zweisprachigkeitsprüfung hat, hier teilnehmen kann, aber auch andere im sozialen Wohnbau. Und wir müssen schon auch so ehrlich sein und mal schauen, Sizilien hat eine Autonomie, wo 100% der Einnahmen wieder
in die autonome Region zurückfließt. Schauen wir uns die Realität dieser Autonomie an und schauen wir uns die Realität mit aller Kritik, die es gibt, in Südtirol an, wie sich dieses Land entwickelt hat. Und die Autonomie steht über den Sprachgruppen und über den Ethnien. Sie hat zu Wohlstand, zu Respekt und zur Entwicklung beigetragen. Maniago hat gesagt, wir sollen die Blumen entlang des Weges pflücken. Wie in allen Dingen des Lebens muss man sich dafür einsetzen und kämpfen. Herr Nicolini hat gesagt, die Gemeinden oder das Land ist sicherlich gegenüber den Gemeinden eher zentralistisch. Kann ich nicht ganz teilen. Ich bin der Meinung, das Wort Handeln kommt von Hand und Maulen vom Maul. Das heißt, jeder selber ist gefordert, dafür für eine Sache zu kämpfen und sich einzusetzen. In diesem Sinne sehe ich auch die Autonomie. Was den Vertreter angeht in Rom, sage ich, es entscheiden die Wähler. Es sind nicht wir Kandidaten. Wir sind ein Angebot. Es ist halt so, dass im Unterschied zu den nationalen Parteien, die einen Kompromiss oder die Quadratur des Kreises zwischen Pantelleria und Brenner finden müssen, ist unsere Aufgabe die, dass wir uns wirklich im Interesse aller Menschen, die hier sind, schauen, die Autonomie zu stärken, auszubauen, dass der soziale Frieden und die Entwicklung gewährleistet ist. Herr Spagnoli, die Blumen am Wegesrand pflücken und die Wölfe erschießen. Sie sind immer mit dem Thema Autonomie in diesem Bereich konfrontiert. Was braucht es? Also, in erster Linie muss ich sagen, ich bin als Beamte verantwortlich, die Gesetze einzuhalten und einhalten zu lassen. Als Senator in Rom habe ich die Aufgabe, die Gesetze zu ändern. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Südtirol ist ein Bergland und als Bergland hat viele Berge. Und die Berge sind von liebem Gott geschafft worden, um herunterzurutschen mit der Zeit. Inzwischen haben wir Menschen aber Technologien geschafft, um dieses Herunterrutschen zu bremsen oder sogar zu vermeiden. Weil wenn ein Berg herunterrutscht, bringt mit sich alles, was auf dem Berghang steht. Also Natur, Ökosysteme, Wald und alle Tiere werden vernichtet. Das können wir uns nicht leisten, aber das heißt, um die Natur zu bewahren und zu erhalten, müssen wir uns einsetzen. Es darf nicht sein, wie andere Naturschützer sagen, dass die Natur allein gelassen werden muss und dann schafft sie selbst, sich zu bewahren. Es geht nicht so in einem Bergland wie Südtirol. Wir müssen uns einsetzen. Das werden wir machen, wenn alle Bürger unseres Landes davon überzeugt sind und wenn alle unterstützt werden in dieser Aufgabe. Dafür braucht man eine Autonomie, weil sonst haben wir die gleichen Regeln wie andere Regionen, wo dieses Problem nicht so ist wie bei uns und deswegen diese Möglichkeit nicht haben. Ich bin überzeugt, mit dem Klimawandel werden sich manche Situationen verschärfen, das wissen wir schon. Es werden keine Gletscher mehr sein, es wird immer weniger, beziehungsweise das Wasser in die wird immer anders fließen, wenn es regnet viel, wenn es nicht regnet weniger. Also, da müssen wir die Möglichkeit kriegen, unser Territorium selbst zu pflegen. Herr Bassler, das Thema Autonomie, welche Rolle spielt denn das für Ihre Bewegung? Was ist denn da zu tun? Ja, ich komme aus der Kinder- und Jugendarbeit, sage ich jetzt schon wieder, und ich glaube, die Jugendlichen haben, ich auch selber, bei weitem noch nicht das Bewusstsein zu dem Erbe der Autonomie, das wir eigentlich haben könnten. Also ich glaube, da ist wirklich noch sehr viel Luft nach oben, dass wir uns wirklich in die Reflexion begeben, was bedeutet unsere Autonomie eigentlich, was ist das für ein Erbe, was ist das für ein Schatz, den wir haben und wie gehen wir auch damit um, mit einer Vision für die Zukunft. Ich glaube, es gibt bei uns in Südtirol sehr viele Geschichten, die mit Trauma zusammenhängen. Wir sind ja ich denke an die Option, ich denke an die Kriege, die wir mitgemacht haben. Ich denke daran, dass hier, sei es Faschismus, als dann auch Nationalsozialismus, stark verankert wurden und waren. Und da frage ich mich, wie wird diese Geschichte wirklich aufgearbeitet, damit diese Autonomie sich auch wirklich entwickeln kann. Sehr oft kommt mir vor, das passiert viel zu wenig. Wir hätten dazu viel größere Möglichkeiten, als die wir ausschöpfen. Ich denke daran, wenn ich mir denke, vor ein paar Jahren die
Kolipsi-Studie, wo rausgekommen ist, dass die Kompetenzen in der jeweils anderen Landessprache immer noch so schlecht sind. Das heißt, wir kommunizieren immer noch nicht miteinander. Ich komme aus dem Schulwesen. Ich weiß, wie schwierig es immer noch ist, in die jeweils andere Landessprache zu wechseln. Ich weiß, dass in der Jugendarbeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten Rückwärtstendenzen waren. Also es werden keine Brücken gebaut, sondern eher noch verhindert und abgebaut zum Erhalt von einem Status quo, der eher um Privilegienerhalt geht als um wirklichen Minderheitenschutz. Die Frage ist nämlich auch, wenn ich einer Minderheit angehöre, wie ich jetzt Südtiroler Minderheit, Tiroler, was mache ich dann mit anderen Minderheiten, die wieder intern sind? Und da denke ich mir, müssen wir uns selber den Schopf packen, da haben wir noch viel Luft nach oben. Herr Malknecht, Sie haben eben das Thema Autonomie schon mehrfach für verschiedene Punkte angesprochen. Was wäre das Erste, was Sie täten, würde man Sie nach Rom wählen? Das Erste ist jetzt, sowas geht natürlich nicht von einem Moment auf den anderen. Die Autonomie, von der jetzt gesprochen wird, ist nicht etwas, was einem geschenkt wurde und was dann irgendwie da bleibt, sondern ist etwas, was ständig weiterentwickelt werden muss. Ich bin Jurist und Rechtsanwalt mit Expertise im Verfassungsautonomie und Europarecht und ich beobachte das schon seit vielen Jahren und seit 2001, seit der Verfassungsreform in Italien, aufgrund der Rechtsprechung auch vom italienischen Verfassungsgerichtshof, da ist immer ein stärkerer Rückschritt zu beobachten werden. Heute, wir spüren das in ganz vielen Bereichen. Also wir können nicht mal einen Wolf einfangen. Es hat Urteile gegeben, Abschüsse von den Murmeltieren, weil da unterschiedliche Anschauungen ist, welche Tiere geschützt sind. Oder Beamte wurden verurteilt, weil sie bestimmte Zulage gegeben haben. Nicht mal im Bereich von Personal. Also es gibt viele Bereiche, wo wir einfach Schwierigkeiten haben. Vorher habe ich die Energieautonomie getan. Und ich denke zum Beispiel an die Möglichkeit, dass wir auf Südtirol-Ebene Kollektivverträge abschließen können, bindend, um höhere Löhne durchzusetzen, weil wir haben einfach höhere Lebenshaltungskosten, aber auch eine Wirtschaft, die höhere Löhne zahlen kann. Also die Autonomie betrifft ganz, ganz viele Bereiche. Von der SVP hört man immer, ja, sie wollen Blumen am Wegesrand pflücken, aber wo ist der Blumenstrauß? Also ich sehe da nichts, es geht immer nur abwärts. Maniago, Ritz, Benedikta, die Segregation hat das erkämpft, das ist sozusagen das Autonomiestatut, das Paket. Unter Durnwalder wurde das Erkämpfte dann mit Leben erfüllt und verwaltet. Und in der jetzigen Zeit beobachte ich nur Orientierungslosigkeit, Visionslosigkeit und autonomiepolitische Rückschritte. Danke. Ich sage Dankeschön an alle Kandidaten und Kandidatinnen, die hier waren und hier sind, um sich eben den Themen zu stellen. Das war für diese Woche die letzte Informationssendung zu den Parlamentswahlen am 25. September. Nächsten Montag geht es weiter. Dann kommen ab Dienstag und Mittwoch dann auch die Kammerwahlkreise, also die Einerwahlkreise für die Abgeordnetenkammer. Sie können sich diese Informationssendungen auch auf der Mediathek von Reis Südtirol anschauen, nachschauen und genauer anschauen, wenn Ihnen vorkommt, Sie haben das nicht genau verstanden. Dankeschön, sage ich im Namen des gesamten Teams und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Fernsehabend hier auf Reis Südtirol.